Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2, kommentiert von eurem Count Muku. Wir sind hier wieder in Nost Astra und werden hier dann mal eine Runde mit dem Kontakt von Miranda reden. Miss Larson, es freut mich, dass Sie es geschafft haben. Es gab Komplikationen. Was ist passiert? Ist mit Orianna alles in Ordnung? Es geht ihr gut, aber Sie haben einen Mann namens Niket als vertrauenswürdige Quelle angegeben. Er hat mich kontaktiert und davor gewarnt, dass Ihr Vater Eclipse-Söldner losgeschickt hat, um hier aufzuräumen. Er hat angedeutet, dass die Söldner nach Ihnen persönlich Ausschau halten würden. Deswegen hat er vorgeschlagen, Oriannas Familie selbst zum Terminal zu bringen. Sie haben Niket bisher gar nicht erwähnt. Er ist ein Freund. Wir kennen uns schon sehr lange. Kommt noch jemand Ihrer anderen Kontakte auf Ilium mit, Miss Lawson? Nein. Ich traue bei dieser Sache nur Ihnen und Niket. Welche Informationen haben Sie über die Söldner? Sie sind von Eclipse, das wurde bestätigt. Und Sie arbeiten für eine Organisation, vor der uns Miss Lawson gewarnt hat. Ich könnte die Behörden verständigen, aber bisher haben Sie nichts Illegales gemacht. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir kümmern uns selbst darum. Es ist Ihre Schwester, Miranda. Wie wollen Sie verfahren? Lanteia, wir befolgen Nikets Vorschlag. Shepard und ich nehmen den Wagen und ziehen Ihre Aufmerksamkeit auf uns. Niket soll die Familie zum Shuttle eskortieren. Geben Sie ihm vollen Zugriff auf den Reiseplan der Familie. Nur zur Sicherheit. Verstanden, Miss Lawson. Der Plan lautet also, dass Eclipse uns abschießt, während Ihre Schwester in Sicherheit gebracht wird? Eclipse hat bestimmt Befehl, meine Schwester lebend beizubringen. Sie werden nichts riskieren, das uns töten könnte. Bereit, wenn Sie es sind, Miranda. Danke, Shepard. Ich weiß das zu schätzen. Ich hatte nicht mit Eclipse gerechnet, aber die noch weniger mit Ihnen. Joa, und das heißt, wir werden wieder mal eine Runde Eclipse den Hintern versohlen, und zwar so richtig. Das wird wieder schön. Endlich wieder mal einer Söldner-Truppe 1 aufs Maul zu geben. Wir hatten ja schon wieder etwas länger kein Action mehr gegen die Söldner. Also wird es definitiv wieder Zeit. Und ich denke, wir nehmen hier bei... Ich denke, Garrus wäre vielleicht nochmal etwas praktischer als Grunt wegen seinem Scharfschützengewehr. Also nehmen wir den mit. Und außerdem ist es Garrus. Verdammt! Jäger der Eclipse-Söldner. Sie laden Truppen in den Frachtzonen ab. Bringen Sie uns in Deckung hinter Ihnen. Hoffentlich wollen die uns wirklich lebend kriegen. Nicht feuern! Ich sagte nicht feuern, verdammt! Ich hab's im Griff. Noch nicht schießen, wissen Sie vermutlich, wer ich bin. Ja, es hieß, Sie wären in dem Wagen. Sie sind das Miststück, das die kleine Tochter von unserem Boss verschleppt hat. Verschleppt? Die Sache hier betrifft Sie nicht. Sie sollten Ihre Männer nehmen und gehen. Sie glauben wohl, Sie haben alles im Griff, was? Captain Enyala ist bereits dabei, sich die Kleine zu schnappen. Sie weiß über Niket Bescheid. Er wird Ihnen nicht helfen. Was soll das heißen, Niket wird uns nicht helfen? Darüber müssen Sie sich nicht sorgen. Wenn Sie keine Dummheiten machen, wird auch niemand getötet. Sie ziehen ab, die Kleine geht zurück zu ihrem Vater und alle sind glücklich. Alle, außer meiner Schwester. Und mir. Sollen wir mit Captain Enyala darüber reden? Mit dem Captain wollen Sie nicht reden. Sie ist lange nicht so höflich wie ich. Sie ist die beste Kommandokriegerin, die ich je gesehen habe. Mit ihrer Biotik kann sie Leute in der Mitte auseinanderreißen. Und sie wird gut dafür bezahlt, sie aufzuhalten. Wenn sie mir in die Quere kommt, wird sie davon nie was ausgeben können. Warten Sie, Miranda. Sie sagten doch, sie sei ihre Zwillingsschwester. Hat sie Ihnen das erzählt? Nein. Die verrückte Schlampe hat die kleine Tochter von unserem Boss entführt.
Er sucht seit über 10 Jahren nach ihr. Es ist kompliziert, Shepard. Wir haben dieselbe DNS, aber nicht denselben Geburtstag. Sie haben dem reichsten Mann der Galaxie ein Baby gestohlen, Lady. Welchen Schaden Sie haben, weiß ich nicht. Aber Sie werden nicht damit durchkommen. Ich gebe Ihnen eine Chance zum Abzug. Das ist mehr als die meisten kriegen. Captain N'Yala hat befohlen, Ihnen eine Chance zum Abzug zu geben. Aber während unserer Unterhaltung haben meine Männer Schussposition bezogen. Wenn ich Befehl gebe, bricht die Hölle über Sie herein. Ich schlage also vor, dass Sie friedlich abziehen. Denn sonst... Wir haben Verluste! Sie haben uns gesehen. Hol sie um! Beste Schussposition ever, die die eingenommen haben. Wie lächerlich. Als ob die uns was antun könnten, auch wenn sie hier mit ihren fancy Schiffen hier rumlaufen, aber das bringt ihnen genau nichts. Joa, Garrus kann hier noch wechseln. Verstanden. Er ist wesentlich effektiver hier mit dem Scharfschützengewehr. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir irgendwie einen Weg zu Orianna finden. Und hier immer schön nachschauen. Vielleicht finden wir ja noch sonst irgendwelche schönen Dinge, die wir mitnehmen können. Vielleicht irgendwelche Forschungen und ähnliches. Oder noch mehr Gegner. Mal schauen. Wir müssen zu Nikkei. So, erledigt. Also wenn wir uns nicht besonders dumm anstellen, sollten wir hier gut durchkommen. Team 4, hören Sie mich? Team 4! Moment, ich habe eines Ihrer Funkgeräte. Mal sehen, ob ich rausfinden kann, womit wir es hier zu tun haben. Shepard, ich glaube, ich schulde Ihnen eine Erklärung. Orianna ist nur genetisch meine Zwillingsschwester. Mein Vater hat sie erst gezeugt, als ich schon ein Teenager war. Sie sollte mich ersetzen. Ich konnte nicht zulassen, dass mein Vater ihr dasselbe antut wie mir. Darum habe ich sie gerettet. Sie ist jetzt fast eine Frau. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass wir ein Kind retten? Sie ist kein Kind mehr. Sie wird dieses Jahr 19. Aber ich habe es wohl nicht für wichtig gehalten. Manche würden sie gegen mich verwenden. Ich bin extrem vorsichtig, wenn es um Orianna geht. Tut mir leid, dass ich ihnen nicht früher vertraut habe. Sie hätten es verdient gehabt. Ich verstehe ja, dass sie ihren eigenen Weg gehen wollten. Aber sie haben ein kleines Kind seinem Vater gestohlen. Würden sie meinen Vater kennen, wäre ihnen alles klar. Ich war nicht der erste Versuch. Nur die erste, die er behalten hat. Ich wurde ohne Freunde großgezogen, musste absurde Anforderungen erfüllen. Ich weiß gar nicht, was ich war. Orianna hat bisher ein normales Leben geführt. Meine Entscheidung war richtig. Wenn Eclipse weiß, wo Orianna ist, werden sie bestimmt bald losschlagen. Wir müssen uns beeilen. Richtig. Die Worte des Söldners haben mich ein wenig nervös gemacht. Wenn sie irgendwie an Nikkei rangekommen sind, wird die Sache schwieriger als geplant. Den Plänen zufolge, die ich studiert habe, müssen wir durch die Frachtverladeanlage, um zu Orianna zu kommen. Hoffentlich ist Ihr Freund vertrauenswürdig. Absolut. Nikkei ist einer meiner ältesten Freunde. Man könnte sogar sagen, er war mein einziger echter Freund. Er ist der einzige, zu dem ich nicht den Kontakt abgebrochen habe, nachdem ich meinen Vater verlassen hatte. Könnte es sein, dass Ihr Vater Nikkei benutzt, um an Sie ranzukommen? Er hat es mit Sicherheit versucht. Aber Nikkei ist einer der wenigen, die wissen, wie mein Vater wirklich ist. Ich habe ihm mein Leben anvertraut, als ich vor meinem Vater geflohen bin, Shepard. Er wird mich jetzt nicht hintergehen. Können Sie mir etwas über die Frachtverladeanlage sagen? Wir müssen durch ein System von Transportbändern. Das heißt jede Menge Bewegung und dadurch erschwerte Zielerfassung. Wir müssen voll konzentriert sein. Außerdem haben die Frachttransporter Gefahren gut geladen. Also passen Sie auf, wohin Sie schießen. Suchen wir Nikkei und Orianna. Also los.
Eine Menge an Gefahrengut also, können wir eventuell für uns nutzen. Explosive Fässer oder was auch immer. Die man ja so gut kennt. Okay. Sie sind auf der anderen Seite des Transportbandes. Timen Sie Ihre Schüsse. Wo denn? Ah, dort. Hä? Das müsste hier korrekt sein. Sehen wir die überhaupt? Okay, warte mal. Ich gehe mal etwas vor und dann nehmen wir die aufs Korn. Wir wurden entdeckt. Das hat wehgetan. Was war das denn bitte? Egal. Wir kriegen die schon down, irgendwie. Schon? Dann müssen wir halt hier unsere schöne Flamme. Gemütliche Sache hier. Wir müssen hier mit diesen Explosivfässern ebenfalls aufpassen. Okay, wo müssen wir durch? Dort hinten. Immer schauen, ob wir hier noch irgendwas Schönes haben. Und auch wenn es nur Munition ist, hilft es uns hier doch wieder weiter. Noch was Gescheites vielleicht hier drin, ne? Okay, dort müssen wir auch durch. Das heißt, wir haben vielleicht noch hier was. Echt eine Riesenanlage hier. Krass. Krass, krass, krass. Okay, aber zuerst mal hier durch. Okay, so hier sollten wir hergekommen sein. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Hier hat es noch ein PDA. Also waren wir nicht komplett umsonst hier. Das freut mich doch schon mal. Okay, wo ist dieser Text? Dieser hier? Perfekt. Okay. Vielleicht finden wir hier noch ein paar nette Dinge. Okay, hier war der Fahrstuhl. Das heißt, wir haben hier alles völlig korrekt und richtig gemacht. Hier in diesem blauen Licht sind wir sogar noch ein wenig getarnt schon fast mit unserer aktuellen blauen Ausrüstung. Was gar nicht mal so verkehrt ist. So, okay, also müssen wir jetzt hier durch. Hier gibt es ein Medikit. Sonst noch was Gescheites. Hier in den Frachtcontainern müsste doch irgendwas sein. Oh, die Maschinenpistole. Oh ja, und wie? Denn auf diese Maschinenpistole sind wir ja angewiesen. Und die Locust ist echt nicht schlecht. Wo sind hier die Gegner? Oh. Max. Nun gut. Mal schauen, ob die Locust hier gut ist. Gegen die Max ist die echt nicht schlecht. Auf die Entfernung natürlich nicht so pralle, aber es geht eigentlich. Wesentlich besser als irgendwelche anderen Maschinenpistolen hier, die dann schon wesentlich gröbere Probleme haben über diese Entfernung. Okay, noch mehr Eclipse-Schützen. Mann, in diesen Momenten wünschte ich mir echt eine Granate. Das wäre so unglaublich praktisch, aber ey. Jo, schwere Waffe, du hast erkannt. Noch eine Waffe, die reinhaut. Okay, wow. Also die Explosivfässer hier sind gemütlich. Hey ho! Jetzt machen wir euch fertig! Noch wer? Einer weniger! Dort hinten. Und hier immer diesen Schüssen schön ausweichen, dann geht das doch perfekt. Gemütlich. Okay, wo sind hier noch welche? Ja. Das hätten wir wieder mal geschafft. Sehr gut, wir kommen vorwärts. Wo müssen wir durch? Hier hinten?
wahrscheinlich. Okay, wir haben dort noch einen Eclipse-Söldner zum Scannen. Wo denn genau? Hier drin etwa. Boah. Dachte schon, hier wäre irgendwas. Feinde vor uns! Okay, doch Feinde. Ich so muss es. Echt, Leute? Das war ja ein wenig billig. Nun gut. Dann können wir jetzt endlich dieses schöne Terminal hacken. Wenn wir denn die richtigen Dinge hier finden. Aktuell sieht es gerade schlecht aus. Bitte komm doch schon mal eine Runde her. So, noch einmal hier etwas grün. Wenn es denn zu finden wäre. Hallo? Ah, dort unten. Bingo. Und zukünftig haben wir mit dem Upgrade dann auch nochmals mehr Zeit hier, um die ganzen Scans zu machen. Also wird das ganze Zeug noch ein wenig einfacher. Sieht interessant aus. Medische Kapazität. Dann haben wir dort ja eine richtige Menge. Und ich sollte übrigens nicht vergessen, hier zwischendurch mal im Kampf auch das Medischild für mich selbst einzusetzen zur Heilung. Kriegt. Feinde! Ja. Das war ein wenig, ja gut. Etwas übermütig, aber egal. Passt ja schon. Sturmangriff! Bam! Ja, ich habe von den Kroganen gelernt. Wir hauen zwar leider nicht so heftig rein im Nahkampf, aber immer noch genügend. Okay, dort hinten sind welche. Treffen wir? Jawoll. Alles easy. Okay, ich muss nachladen. Ja, okay. Die Raketenschützen immer möglichst früh ausschalten oder auch die Techniker. Dann nerven die uns hier nicht mit ihren Kampfdrohnen oder mit ihren Raketenwerfern. Boah, also diese verfolgenden Flammen sind schon extrem mies, muss man schon sagen. Echt mies Sache. Okay, keine Munition mehr. Volle Deckung! Feindliche Kampfdrohne! Komm schon! Auf die Drohne! Wir haben keine Chance hier! So! Wie viele Techniker wollen denn hier nachkommen? Mensch, Mensch, Mensch! Aktiviere Kampfdrohne! Feind am So, ausgeschaltet und der nächste hier kommt zu uns rüber. Oder? Jo, und Hauptsache ich treffe mal hier eine Runde Miranda. Das ist auch schön. Naja, für sie zumindest nicht. Aber was will man denn tun? Wir brauchen dringend Munition. Jo, das könnten wir. Aber zuerst mal schauen, ob wir hier hinten was haben. Wir haben hier noch ein Terminal. Ein angeblich sicheres Terminal. Lauter außer. Okay, wartet mal. Dort hinten geht es bestimmt weiter. Jawohl. Das heißt, wir schauen uns erstmal hier um. Ob wir irgendwas Interessantes haben, das uns was nützt. Insbesondere hier Munition natürlich. Und Element Zero, warum nicht? Noch mehr Muni, jede Menge sogar. Oh ja, genau das, was ich brauche. Mit dem Scharfschützengewehr ist es halt immer so eine Sache, damit man genügend Munition kriegt. Haut dafür natürlich entsprechend rein. Okay, ein PDA. Die sind immer hier mehr eine Geduldssache als sonst was. Weil schwer kann man das jetzt ernsthaft nicht nennen.
Ist ja easy. Okay, wir haben die Credits von der guten Dame hier. So, wo geht's weiter dort hinten? Aber ich denke mal, bevor wir wieder in die Action weitergehen, war's das wieder mal mit Let's Play Mass Effect 2. Kommentiert von eurem Count Muku. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.